Hey Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Es geht weiter. Wir sind jetzt mit Ned. Ja, auf jeden Fall sind wir in den Körper vom Paladin gegangen und mit dem gehen wir jetzt rein in die Gruft und nehmen oder hören uns die Entschuldigung an. Wobei ich ja finde, dass das... Ja gut, ist nicht schlimmer als Voodoo, aber... Zeit für die große Show. Aber er macht's ja gegen seinen Willen. Er ist es! Er ist gekommen, um sich mein untotes Leben zu holen! Nein, ich bin hier, um mir anzuhören, was ihr zu sagen habt. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was ich eurer Schwester und euch angetan habe. Das ist, sehr schön. Also gut. Es ist ja eigentlich gar nicht was? Er. Verzeih! Du musst es sagen! Was hast du mit mir gemacht, Teufel? Ich? Gar nichts, ich... Oh nein! Du hast mich verhext! Ich? Also, ja, ganz recht. Ich habe dich verhext. Und ich werde es wieder tun, wenn du mich nicht von diesem Balken befreist. Du kannst mir nichts tun. Hier drin bin ich sicher. Aber ich werde dich finden. Und das nächste Mal lasse ich dich eine Klippe runterspringen. Oh. Ich lasse dich in eine Kneipe gehen und mit dicken Männern unflätige Lieder singen. Ich setze dich in Unterwäsche auf eine Couch und lasse dich Kartoffelchips essen. Oh. Also gut, du hast gewonnen. Ich verzeihe dir. Yeah. Und hör auf, Untote zu jagen. Schlage nie wieder einem von uns einfach den Kopf ab. Lass uns in Ruhe. Und weg war er. Was ist passiert? Ja, wir haben es geschafft. Ich habe gerade noch so gedacht, hier sind unsere Buffs. NMS, UML und SAV. Okay. Ja, also safe. Und so weiter, oder? Was ist das hier? Keine Ahnung. Ja. Betrachte die Reisetruhe. Da waren wir doch mehr schon. Interessant, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass ich Pompons interessant fand, oder? Jetzt können wir ins Tipi gehen. Wir haben es geschafft und ich habe noch gedacht, er selber muss ihm doch verzeihen und nicht er. Das wäre doch voll komisch und so. Aber wir gehen mal und ja. Nee, wir wollen nicht zu ihm erstmal. Erstmal gehen wir zu dem anderen und quatschen mit dem in der Gruft und dann gehen wir ins Tipi. Du warst es, oder? Du steckst hinter der Entschuldigung des Paladins. Ja, klar. Das könnte man so sagen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast dir die Belohnung redlich verdient. Schlag ein! Später vielleicht. Der Helm des Kriegers Hetz befindet sich in einer Mine hier ganz in der Nähe. Sie ist von Erdwichteln bevölkert. Seltsame kleine Kreaturen, diese Erdwichtel. Sie haben den Helm in ihre Mine gebracht und dort wird er noch immer sein. Danke sehr, es war mir wirklich ein Vergnügen. Kein schlechtes Gefühl, jemand anderem zu helfen und sich für ihn zu freuen, oder? Könnte man so sagen. Juhu! Das ist toll, jetzt haben wir das geschafft. Ein Grab. Diese komischen Buffs auch. Safe Game. Ach so, er sagt es sogar. Wow, das klingt mal wirklich gut. Schade, dass der Buff nur eine halbe Stunde läuft. Untermilch leuchten, okay. Deine Rüstung leuchtet in allen Farben des Regenbogens, wenn du sie in Milch tust. Wo soll ich denn jetzt Milch herbekommen? Ach, schön. Nacktmullschutz. Ah, reduziert deine Angst vor Nacktmullen um 50%. Cool. Nackt. Ja, dann wissen wir jetzt, was das ist. Safe Game. Ermöglicht es dir, falsche Entscheidungen rückgängig zu machen und Dinge noch einmal zu tun. Wow, das klingt mal wirklich gut. Schade, dass der Buff nur eine halbe Stunde läuft. Ich wette, die Buffs brauchen wir noch. Ja, das haben wir ja jetzt geschafft.
Wir brauchen aber noch hier Herz, Lunge und Bababa. Wir gehen mal ins Tibi und bedanken und sagen, dass es halt geklappt hat. Ich höre dich. Der Trank des Schlafwandelns hat hervorragend funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also gelöst. Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Haben wir doch schon. Auf keinen Fall. Keine Macht in Drogen. Ich kann gerne die Augen offen halten. Was bekomme ich dafür? Vielleicht. Was bekomme ich dafür? Aber ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht. Aber schon. Ja, gut. Oh, jetzt ist er beleidigt, oder was? Komm, hier hast du Pilze. Warum sollte ich ihm die Pilze geben? Oh Mann, warum ist er denn jetzt so stur? Ich höre. Und was sind das genau für Pilze, die du haben willst? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist. In Gräbern, Totensümpfen und solchen Orten. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Sie leben dort, wo es feucht und modrig ist. Deswegen riechen sie auch sehr alt, verfault und tot. Je verwester ihr Geruch, desto besser ist ihre Wirkung. Mhm. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Ach so. Der Wind soll jetzt gewogen sein, nicht mehr das Gras, nur grün. Was mit den Buffs? Wir hatten doch drei. Hö, wo ist das mit den Nacktmulchen? Okay, dann gehen wir mal raus. Ja, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Lass mal die Pilze in Ruhe. Ich würde gerne mal wissen... Guck mal, da können wir doch mal hingehen. Da waren wir noch nicht. Betrachte den Schatz. Wo sind wir denn jetzt hier Schönes? Keine Ahnung, wo wir sind. Ja, guckst du dir den Spalt an? Der Spalt verjüngt sich nach ein paar Metern. Darunter ist dann allerdings der Abgrund. Gestattet, junger Herr, dürfte ich erfahren, was ihr in unserer Höhle zu finden hofft? Oh, tut mir leid. Ich habe eine öffentliche Toilette gesucht und es roch so, als würde hier... Oh, wie unangenehm. Sprecht mit Grump darüber. Er ist diese Woche für die Körperpflege zuständig. Essen jetzt! Und das ist leider das Einzige, worüber du dir Gedanken machst. Mein Herr, ich muss euch dennoch bitten, unsere bescheidene Behausung zu verlassen. Oh, okay. Ich suche einfach draußen weiter. Ich bin euch sehr verbunden. Viele Büsche und Steine da draußen würden sich glücklich schätzen, Hort eurer Notdurft sein zu dürfen. Viel Glück auf eurer Suche. Oh, okay. Ich glaube, da kriegen wir noch ein paar Probleme, aber wir gucken uns erstmal um. Entschuldigt abermals, junger Herr. Ich kann nicht gutheißen, dass ihr unsere Privatsachen durchwühlt. Verlasst bitte unsere Höhle. Oh, ich dachte, ich wäre in einer anderen Höhle. Sind die jetzt beschäftigt? Und was machen wir jetzt? Können wir dem was zu essen geben oder so? Hier, die Pilze. Können wir mit ihm reden? Der zweiköpfige Oger ist fett wie ein... wie ein Oger. Und er hat... zwei Köpfe. Ja. Hallo da, du, zwei. Da ist ein Menschlein. Grump haben Hunger. Grump. Sag mal, seid ihr die menschenfressende Ogersorte? Hunger! Okay, der hat ordentlich Hunger. Aber nein, du musst Grump entschuldigen. Er ist sehr emotional, wenn er eine halbe Stunde nichts zu essen hatte. Mhm.
Wer bist du, ihr? Grump! Grump, also wirklich. Mein Name ist Sloth vom Stamme der Blitzfäuste. Das ist mein nichtsnutziger Halbbruder Grump. Okay, ihr seid Halbbrüder? Ihr seid Halbbrüder? Ist das nicht ein wenig unmöglich? Durchaus nicht. Die Biologie zweiköpfiger Oger ist sehr komplex. Wie du vielleicht weißt, kann durchaus... Langweilig. Also das ist doch... Schon okay. So genau will ich es wirklich gar nicht wissen. Das ist ein sehr interessanter Teller dort. Fürchterlich, nicht wahr? All das fette Essen. Aber Grump liebt diesen Fraß. Grump, Hunger! Ich habe es dir 1000 Mal gesagt. Erst wenn ich dieses Buch durch habe, kannst du essen. Hunger jetzt! Wenn ich dich jetzt essen lasse, dann sind wieder deine fettigen Fingerabdrücke auf den Seiten. Heute Nachmittag wird gemacht, was ich bestimme. Grump konnte heute Vormittag bestimmen, aber erst wollte er lange schlafen und dann hatte er plötzlich nicht mehr genug Zeit zum Essen. Pech gehabt. Ich hab Hunger! Aber ich nicht. Könnte ich mir den Teller vielleicht ausleihen? Mein Teller! Mein Teller! Tut mir leid. Das ist Grumps Lieblingsteller. Weil er so schön groß ist. Den wird er nicht hergeben. Du bist ein Kampfmagier, oder? Nein. Totschläger. Ich schlage Leute tot. Ich glaube, er meint mich, Grump. In der Tat bin ich ein Kampfmagier. Meine Bescheidenheit verbietet es mir, darauf hinzuweisen, dass ich einer der Besten bin. Natürlich wäre ich noch besser, wenn ich mehr studieren könnte, aber naja. Naja. Ich muss weiter. Bis dann, ihr zwei beide. Auf Wiedersehen. Er will erstmal sein Buch lesen. Okay. Entschuldigt abermals, nee, junger Herr. Oh, ich dachte... Dürfen wir uns nichts hier angucken. Ist ein bisschen nervig. Ja, vielleicht können wir irgendwie... Ah, hier, Feuer machen oder so? Nee, können wir auch nicht. Ja. Die Kanten sehen recht stabil aus. Es ist wohl nicht zu befürchten, dass bald der ganze Hang abrutscht. Okay. Der Spalt verjüngt sich nach ein paar Metern. Darunter ist dann allerdings der Abgrund. Können wir da irgendwas machen? Die Kanten sehen... Entschuldigt ab. Oh, ich nichts angucken. Das ist vielleicht doof. Was gibt's denn überhaupt hier eigentlich alles? Dürfen wir das angucken? Einige Tonkrüge. Ui, 4X. Das ist wirklich stark. Da war mal Hochprozentiges drin, so viel ist klar. Aber die Krüge sind alle leer. Ich muss woanders Alkohol finden. Wir wollen Alkohol finden? Ich wusste gar nicht, dass wir Alkohol wollen. Ha. Okay. Entschuldigt, aber... Oh, ich dachte... Nee, das dürfen wir nicht angucken. Dann nicht. Seltsamer Teller. Das heißt, das ist gar kein Teller. Sondern? Das ist ein Schild. Oh nein. Vermutlich sogar der Schild. Den brauchen wir. Deswegen wollen wir das Essen haben. Das ist ja ärgerlich. Vielleicht können wir ihm ein anderes Schild, ein noch größeres irgendwie machen. Entschuldigt ab. Oh, ich ja, das dürfen wir auch nicht anschauen. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Willst du etwa das ganze Essen auf dem Teller verdrücken? Sloth scheint ein ziemlich strenger Bruder zu sein. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Sloth ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Er ist halt mehr der intellektuelle Typ. Sloth gar kein richtiger Kerl. Sloth noch nie eine Freundin. Das hört er doch alles. Das hab ich gehört. Blöd. Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Sloth nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Sloth nicht erlauben. Und Sloth kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen?
Mhm. Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Sloth nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Sloth immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Sloth gerne Cocktails trinken. Ugar-Cocktails. Mhm. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Okay, Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Sloth? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Sloth. Grump, echter Kerl. Aha. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Gut, wenn Sie meinen. Was hältst du davon, wenn ich auch einen Ogre-Cocktail mache? Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Sloth. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Oh. Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Okay. Also, was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol? Mhm. Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Einfach nur Alkohol und ein Schirmchen. Und Schirmchen. Und ein Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Ah. Habt ihr da die Zutaten? Hm. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Genau, dürfen wir jetzt in die Höhle? Junger Herr, das Grump hat es... Menschlein machen Cocktail für Sloth. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? Ja, ich habe das jetzt aus Versehen übersprungen, aber gut, dann dürfen wir in die Höhle. Können wir da jetzt rein? Oder, naja, hier geht's wahrscheinlich. Geht's da noch rein? Ich weiß nicht. Betrachte den Schrank. Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Ja, dann sind wir wohl schon in der Höhle. Öffnen wir mal den geheimnisvollen Ogre-Schrank. Ein kleines, buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Ja, auch Ogre trinken mit Stil. Ja, den Sack betrachten. Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Was ist da drin? Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Boah. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Ist das nicht gut? Wir können den ganzen Sack mitnehmen. Im Sack sind einige Kilo halb verfaulte Äpfel. Oh, es riecht nach vergorenem Saft. Wozu auch immer das gut ist. Was ist mit dem Schlauch? Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Ogre es verwenden. Aber wir können ihn mitnehmen. Ja, unsere Inventarleiste füllt sich. Was ist denn jetzt hier noch gewesen? Ach, da oben ist noch irgendwas. Hier, da ist ein Glas. Das ist doch super, ein Cocktailglas. Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Ob das reicht, um Sloth betrunken zu machen? Müssen wir mehrere nehmen, oder? Er nimmt es trotzdem. Mehrere Gläschen sollte der nehmen. Und was mit den Flaschen? Nee, die will er nicht mehr. Die waren ja auch leer. Was gibt's noch? Hier die Keule. Diese Keule ist fast 1,5 Meter lang und dürfte 1 Zentner wiegen. So ein Ding möchte ich nicht auf den Kopf bekommen. Oder sonst wohin. Ja. Der Schild ist mit allerlei unappetitlicher Ogernahrung garniert. Den Ogre ist wohl gar nicht klar, dass sie dafür einen wertvollen Schildzweck entfremden. Wenn die sich am Ende streiten würden, können wir uns bestimmt den Schild wegnehmen. Aber sie streiten sich vielleicht ja nur, wenn er betrunken ist, wegen dem Buchlesen oder ich weiß auch nicht. Oder wenn er schläft vielleicht auch. Dann.
Also er muss es bestimmt leer essen, damit wir den Schild nehmen können. Jedenfalls kombinieren wir das Ganze jetzt. Können wir nicht kombinieren? Können wir irgendwas hier kombinieren? Gelbe Farbe. Ach, wir haben doch, ich weiß, wir haben doch so eine Presse hier. Vielleicht können wir da die Äpfel pressen. Im Orklager, meine ich. Wo ist sie da? Und das geht sogar. Machen wir einen leckeren Cocktail. Wir machen daraus einen Alkohol oder so. Toll. Presse die Äpfel aus. Also los. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. Tja, und der Alkohol? Die Schüssel ist fast randvoll mit frisch gepresstem Apfelsaft. Der Saft selbst ist allerdings alles andere als frisch. Er riecht vergoren. Und das soll lecker werden. Naja, kipp's mal rein. Der Alkohol ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4x. Ach so, wie kriegen wir den denn jetzt? Für... Ich lasse die Apfelreste einfach in der Presse. Ich habe, was ich wollte. Okay, kann ich das dann auch nicht mehr verwenden? Sehr schön. Dann haben wir das ja. Wo könnte ich denn nochmal hingehen und kriege jetzt was Besseres hin? Ach hier, wir können Esters Kopf nehmen. Weil der Typ ist ja gar nicht mehr da, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Der Paladin, nun hängt die hier nicht mehr so rum. Zeit, dich zu deinem Körper zu bringen. Ich wollte gerade sagen, wieso mache ich das nicht? Könntest du mir vorher noch diese Raupe aus der Nase holen? Nein. Okay, wir haben Esters Kopf, dann gehen wir da nochmal rein und bringen das zu Ende. Dann freut sich der Gulliver bestimmt riesig. Schaut mal, was ich hier habe. Körper! Oh! Ja, ja, noch ein Stück. Gar nicht eklig. Kommt zusammen, was zusammengehört. Yeah. Das ist toll. Aber was war das für ein Totenschädel? Er hat sich um deinen Körper gekümmert, während du weg warst. Das war aber nett von... Oh, hallo. Oh Gott. Ich bin Gulliver. Yeah. Wie herzzerreißend. Oh Gott, die küssen sich direkt. Nate, ich brauche meinen Körper ganz dringend. Ich will es nicht hören. Bring meinen Körper zum Laufen. Dann verrate ich dir nicht nur den Aufbewahrungsort des Schwertes, ich schenke dir auch noch eine Rüstung. Wie aufmerksam. Du hast mir noch ein viel größeres Geschenk gemacht. Ja, das ging ja schnell mit den beiden. Die haben wir wunderbar zusammengebracht. Im nächsten Part geht es weiter mit dem Ogre-Cocktail und der Rüstung und allem, was dazugehört. Mal gucken, ob wir mehr hinbekommen. Was steht denn jetzt hier? Weiß ich nicht. Wir schauen uns weiter im nächsten Part um von The Book of Unwritten Tales, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.